Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Old School Ready. Ein Spiel, dessen Name im Prinzip schon aussagt, was man hier erwarten kann, nämlich Old School Ready. Ja, Ready ist zwar nicht in der Demo verfügbar, die wir heute zocken werden, aber hier haben wir unsere Kollektion unter anderem mit Autos, die natürlich nur der Realität nachempfunden sind, aber keine Originale sind. Natürlich nicht. Alle Ähnlichkeiten sind natürlich rein zufällig. Ja, einerseits haben wir hier einen Subaru, wir haben einen Mitsubishi. Auch schön. Und wir haben auch noch einen Peugeot 206. Auch sehr, sehr schön. Ja, und wir werden mal ein bisschen hier reinzocken. Auch das Menü, finde ich, sieht super, super klassisch aus. Mhm. Wir können ja auch mal in die Settings. Und da haben wir unter anderem bei den Graphics-Einstellungen einen CRT-Filter, den wir einschalten können. Auch das sehr, sehr cool. Sprache, oh, geht sogar auf Deutsch. Ich lasse es mal auf Englisch, weil Geräusche ist schon mal ein gruseliges Wort. Time Trial. Wir haben verschiedene Performances hier. Ich würde sagen, wir schauen mal ab nach Finnland. Finnland klingt gut. Finnland klingt immer gut. Ja, aber wir haben auch genug Zeit, dass wir auch alle drei Strecken hier mal testen können, weil... Oh, kann ich Gas geben? Okay. Medium light. Okay, ich finde... Der Look hat was. Handy-mäßig. Medium light. Das Auto macht mehr, als ich gedacht hätte, to be honest. Easy left. Alter. Easy right. Oh lol, der Sound wird auch dumpfer. Okay, Cockpit ist voll verwirrend erstmal. Easy left. Oh, okay, 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 okay. Checkpoint, hard left. Hey, aber das funktioniert schon mal ganz gut. Also die 2640 muss ich unterbieten. Hard left. Jump. Hab ich hier eine Handbremse? Easy left. Medium right. Left right chicane. Oh, damage. Ja. Easy left. Medium left. Ey, ich sag mal so, ne? Medium right. Das macht Laune. Sound war jetzt gerade kurz mal komisch, aber sonst... Easy left. Das macht Laune. Es ist halt medium right. So ein Game, das eine Lücke ausfüllt, die zum Beispiel so ein Sega Rally mal hinterlassen hat. Das war, glaube ich, aber noch medium arcadiger. Right. Ich hätte jetzt mal gesagt, dass hier die Physik ein bisschen mehr... Nicht unbedingt Komplexität hat, aber auf jeden Fall ein bisschen mehr Stein einem in den Weg legt, im Wachsen des Wortes. Aha. Medium right. Oh oh. Easy left. Insofern, das finde ich cool. Das Auto hat auch zunehmend easy mehr right. Schmutz. Auch so eine Sache, die ich gerade echt geil finde. Easy left. Oh oh. Checkpoint. Oh, Alter, 6000stel, ne, 100stel. Easy right. Easy left. Alter, okay, push, push. Water. Right, left, chicane. Ey, immerhin Soundeffekte, auch wenn es grafisch nicht so pompös easy war. Left. Oh, schon wieder ein bisschen Damage. Right. Komm, komm, push, push, push. Jump. Easy left. Easy right. Autsch. Hm? Finish. Ey, 235. Nice. Ey, also ich sag mal so, für den ersten Run echt cool. Ich mach mal jetzt den CRT-Filter an. Warum ist mein Mauszeiger jetzt in der Mitte? Ich mach den extra immer vor den Videos aus dem Bild komplett raus, damit sowas nicht passiert. Okay, jetzt mal mit CRT-Filter an. Gehen wir mal nach Australia. Jupiter Ram. Oder Jupiter Ram. Oh mein Gott, das sieht ja gruselig aus. Bro, das sieht ja wirklich nach PS1 aus. Kann ich den on the fly ausmachen? Alter. Okay, jetzt mal Hand aufs Herz. Das sieht wirklich krass nach Retro aus. Um Himmels Willen, aber ohne Mist, aus heutiger Sicht würde ich so ein Spiel, glaube ich, nicht mehr spielen. Da habe ich schon ganz gerne, dass die Optik ein bisschen fresher ist. Und man muss auch sagen, das Spiel sieht auch an sich gut genug aus, dass man es auch ohne den CRT-Filter optisch ganz gut genießen kann. Also es sieht recht fluffig aus. Ich habe vor der Weile gesehen, dass das Spiel mal announced wurde, so auf Twitter und auf YouTube kam auch mal ein Trailer.
und hat sogar EA Sports WRC quasi darunter kommentiert oder EA Sports Rally. Und es war auch schon ganz cool, dass das so ein bisschen auch innerhalb der Branche so ein bisschen einen kleinen Klaps auf den Rücken gab, so ey, GG, komm, macht bitte ein gutes Spiel draus. Ich glaube, gerade in so einer Nische wie hier bei Rally ist es halt auch cool, wenn du mal so zwei, drei Games hast, die vielleicht auch Leuten ein bisschen das erleichtern, den Einstieg dazu. Und das weiß man auch bei EA, je größer die Community, desto mehr gewinnen sie halt auch dazu. Okay, da könnte der CRT-Filter durchaus helfen, dass man das nicht so hässlich aufploppen sieht da hinten. Medium right. Ich habe gerade das Gefühl, entweder die Stage ist entspannter oder der Mitsubishi ist viel ruhiger als der Subaru. Ist auch ein moderneres Auto tatsächlich. Medium right. Dieser Mitsubishi kam ein bisschen später als der Subaru. Left right chicane. Oh mein Gott. Autsch. Finish. Stark. 1:46.2. Ey, ich sag, wie es ist. Bis jetzt ist es echt cool. Es kommt natürlich immer darauf an, für was für einen Preis dieses Spiel jetzt anbieten werden letztendlich. Wir gehen auch nochmal nach Schweden. Oh, da sollte es auch Schnee geben, oder? Oh, schön. Komm, warte mal. Jetzt spielen wir aber wirklich mit CRT-Grafik. Abfahrt. So. Zack. CRT-Filter. Jetzt probieren wir es mal wirklich so. Je nach Preis. Alter, oh Gott, das sieht ja wirklich crazy. Oh mein Gott, okay. Ey, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, das hat auch seinen Charme. Oh mein Gott. Allein die Option ist halt echt cool. Und es kommt natürlich ein bisschen drauf an, für welchen Preis sie es jetzt anbieten werden, aber ich finde, es ist ein super geiles Game bisher. Auch das ist eher so ein kleines Häppchen so zwischendurch. Aber ey. Wenn du mal eine gechillte Runde zocken möchtest, das ist halt das Schöne bei so einem Game, dass du halt wirklich sagen kannst, ja, ich leg das mal zwischendurch ein. Und ich muss jetzt nicht Medium right. Checkpoint. Try hard. Wie bei dem EA Sports WRC. Easy right. Easy left. Kann ja auch mal ganz nett sein, wenn du mal so ein 100% F1 Rennen mal gefahren bist. Oder so on stream. Dass du dann vielleicht sagst, ey, ich möchte jetzt nichts, wo ich quasi mental noch mehr angesprochen werde, sondern ich möchte vielleicht was Chilliges haben. Medium left. Und es wird vielleicht sogar Bestenlisten geben, wo man sich dann mit seinen Freunden messen kann, Medium wenn man right. wirklich mal schwitzen will. Checkpoint. Medium left. Jump. Hard left. Medium left. Right. Right left chicane. Oh oh. Aufpasse. Medium left. Let's go. Finish. Ja. Bin ich gut? Also Leute. Das war Oldschool Rally. Das ging relativ flott. Das waren jetzt 12 Minuten. Zumindest was meine Aufnahmezeit angeht. Ich glaube, wir haben so 9 Minuten gezockt oder so. Oder 8 Minuten oder so. Aber ich hoffe, ihr hattet einen guten ersten Eindruck von dem Game. Ich find's auf jeden Fall cool. Also wie gesagt, für so einen 5er oder so, wenn es einen 10er kostet, für zwischendurch kann man sich auf jeden Fall mal schnappen und mal gucken, wie dann der Karrieremodus oder so ausschaut. Mucke ist auf jeden Fall und hoffentlich nicht copyright protected. Werte Damen und Herren, merci fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn du so ist, Däumchen, Abo, bis zum nächsten und tschüss.